Hallo, ich muss jetzt ganz schnell, bevor mein Akku lässt, das Haar-Tutorial drehen oder will es drehen. Und ich will hier so eine Frisur machen, die hier so rüber geht. Ich fange am besten nicht an. Also, ihr macht euch einen Seitenscheitel, wenn ihr noch keinen habt. So, am besten. Okay. Und dann, Moment, hier fehlt noch was. Dann seht ihr so aus. Auch nicht schlecht, ne? Und dann nehmt ihr euch nicht hier vorne, also das soll so geflochten jetzt hier rüber werden, aber ihr nehmt euch jetzt nicht hier vorne eine Strähne, sondern hier, Moment, hier so eine. Und teilt die in drei Teile auf. Und dann fangt ihr an, einmal zu flechten. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euch von hier vorne eine Strähne, tut die zu der äußersten hinzu und rüber. Dann nehmt ihr die hinterste, nehmt euch hinten eins und macht es wieder rüber. Und immer schön festziehen. Dann habt ihr hier wieder drei Teile. Nehmt ihr euch das vorderste wieder, nehmt euch das dazu und wieder nach hinten. Dann wieder hinten eins dazu nehmen und das hinter. Und wieder so. Dann nehmt ihr wieder euch eins vorne dazu, flechtet's rüber und nehmt euch wieder hinten eins dazu und flechtet's rüber. Nehmt ihr wieder euch vorne eins dazu. Macht's rüber und wieder hinten eins und macht's rüber. Und dann nehmt ihr euch wieder hier eins, macht's rüber. Habt ihr schon so und macht's wieder rüber. Nehmt euch wieder hinten eins und geht jetzt in die Richtung, dass es hier hinter geht. Nehmt euch vorne wieder eins. Und geht nach hinten. Dann nehmt ihr euch von oben eins, geht rüber, nehmt euch dann eins. Tschüss! Dann hier eins. So, meine Mama ist gerade gegangen, deswegen. Dann nehmt ihr euch wieder eins von hinten, macht es nach vorne. Dann nehmt euch wieder eins von vorne, macht es nach hinten. Wieder eins von hinten, macht es nach vorne. Nehmt euch wieder eins. So. Und dann habt ihr so eine schöne Frisur. Ihr könnt aber auch das einfach dann hier so nach unten flechten. Damit sieht es jetzt nicht so ordentlich aus. Aber ihr nehmt euch dann einfach hier einen Zopf und macht es fest. Und dass es so hält. Dann nehmt ihr euch hier so eine Spange und dann macht ihr das raus. Oder ihr könnt es auch, wie ihr das wollt, machen. Dann nehmt ihr euch das, dass das alles drinnen ist. Und macht es hier hinten fest. So. Dann könnt ihr ein paar Haare wieder nach vorne holen, sodass die knapp euer Ohr bedecken. Dann habt ihr hier so eine schöne Frisur. So macht man ein bisschen rein. Halt. In welche Richtung? Moment.
gesund nicht. Doch jetzt. Okay, ihr könnt das jetzt gut. Okay, das war zu nah. So, schaut mal. Wenn ich es noch fokussieren würde. Aber das haben wir gleich. Ich mache es euch jetzt mal so. Dann so leicht. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Okay. Also. Ich hoffe, ihr habt es erkannt. Und bei mir sieht es jetzt nicht so ordentlich aus. Ich habe es, als ich es geübt habe, gerade sah es ein bisschen ordentlicher aus. Ihr könnt es dann natürlich auch nur bis hier machen. Und dann, Moment. Also bei so dünnen Haaren, dicken Haaren wie bei mir, die es leicht wegrutschen, würde ich euch empfehlen, dass ihr einen Zopf vormacht, solange ihr irgendwas holt. Sonst geht es ruckzuck weg. Aber ihr könnt dann auch noch hier solche Bobbypins reinmachen. Solche. Einfach hier ein bisschen. Dann habt ihr einfach nur sowas, finde ich auch ganz schön. So ein Pony. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen weiter aufgegangen. Ja. Also, müsst ihr halt mal schauen, welches euch gefällt. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt irgendwie gut erkennen. Und ja. Dann wünsche ich euch halt noch einen schönen Tag. Und viel Spaß. Tschüss.